Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen das Schiff erkundet und davor haben wir die wunderbare Prophezeiung von Ceratul kennengelernt bzw. uns gesucht. Und was die jetzt besagt, gucken wir uns doch mal direkt an. So machten wir uns auf den Weg zur verbotenen Archivwelt von Sakul. Dort erwartete uns das Triumvirat der geheimnisumrankten Bewahrer. Und in den Schatten beobachtete uns noch etwas anderes. Lauernd. Ja, geil. Ja gut, kriegen wir halt nicht direkt raus, was wir da gefunden haben, sondern wir müssen das erst noch entschlüsseln. Gut, machen wir das. Na dann, Ceratul. Du hast also deine mysteriöse Prophezeiung bekommen. Dann wollen wir doch mal sehen, was deine Bewahrer daraus gemacht haben. Meine Mission zur Entschlüsselung der Prophezeiung führte mich zur verbotenen Archivwelt von Sakul. Hier bewachten drei unsterbliche Bewahrer das uralte Wissen. Nur sie konnten die Fragmente der Prophezeiung deuten. Ich musste sie so schnell wie möglich aufsuchen. Es ist ungewöhnlich still hier. Doch diese Strukturen sind intakt. Mit Energie wären sie einsatzbereit. Yay, Sonden. Warum kriegt Ceratul nicht? Hallo? Hat er sein Schiff oder nicht? Na gut, dann fangen wir hier mal ein bisschen an, die Protoss zu bebauen. Dann können wir wieder hier hoch. Weil ich einen auch direkt wieder absetzen kann für. Oh, scheiße. Jetzt haben wir hier 5. Bei Protoss kriege ich das Verhältnis nicht so gut. Ich nehme einfach mal das gleiche wie bei den, wie heißen sie hier? Hier, Terraner natürlich. So. Aber jetzt sind die Gebäude auch wieder einsatzbereiter. Die mächtigen Geister der Bewahrer sind ganz in der Nähe gefangen. Wir müssen sie finden. Mhm, die sind also gefangen, die mächtigen Bewahrer. So, dann würde ich mal sagen, bauen wir mal ein paar Truppen aus, bilden wir ein paar Truppen aus. Ja, bei den Protoss, was haben wir hier Besonderes? Die haben diese Pylonen, die Energie verteilen hier, die auch gleichzeitig als Versorgungsdepots arbeiten. Und müssen halt jedes Gebäude mit Energie versorgen. Wenn dieser Pylon halt nicht mehr da ist, dann sind die Gebäude nutzlos. Und was zusätzlich noch ganz cool ist, die warpen die Gebäude halt heran, die gehen halt dahin, setzen das und dann können sie wieder weg, die Einheiten. Deswegen. Es befinden sich viele verlassene Gebäude an diesem Ort, die wir nutzen können. Schöner zum Aufbauen. Sie müssen lediglich durch den Bau gut platzierter Pylonen mit Energie versorgt werden. Ja, und da werden wir uns gleich mal drum kümmern. Den will ich noch gar nicht haben. Die Bewahrer, die ihr sucht, dienen nun einer höheren Macht, dunkler Krieger. Basis, ein Leben für Ajur. What? Was will der denn? Achso, ja, und natürlich, wie letztens auch schon gesagt. Was könnte diese Protoss derart verdorben haben? Wahrlich, etwas abgrundtief Böses muss von diesem heiligen Ort Besitz ergriffen haben.
Hoffen wir, dass es nicht allzu böse war. So, ich baue hier nochmal einen, mit dem ich dann hier auch anfange, noch ein bisschen Defense aufzubauen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier die Gebäude hier kriegen. Ein Leben für Ayur. Ola Sadari. Ja, das wird ein bisschen schwieriger zu halten, aber das hier und das hier sollte kein Problem werden. Das gibt nämlich sehr geile, mächtige Einheiten, die ich auch, schauen kann, wie ich gerade feststellen darf. So, der hat mir jetzt mal einen, will ich nicht, einen erreicht. So, dann hauen wir hier mal noch einen Pylon hin und hier noch einen. Dann fangen wir auch an mit... Hier, man kann es auch erst bauen, wenn da diese Energiedinger sind. Deswegen kannst du jetzt nochmal hochgehen, bis die wieder da sind. Wow, was kommt da? Ein Hybrid aus Protoss und Zerg? Ihr Götter, eine Monstrosität. Wer hat dieses Scheusal erschaffen? Kommt, meine Sklaven. Es ist an der Zeit, mir eure Stärke zu geben. Na super. Das sieht jetzt gar nicht mehr so geil aus. Ja, voll. So, die Pylonen sind jetzt da. Komm mal gerade hier runter. Baue nämlich hier mal ein paar Geschütze auf. Die kann man nämlich immer gebrauchen. Verwendet mich! Natürlich verwende ich dich. Was hast du denn gedacht? Ja, also unser Bonusziel hier sind die drei Gebäude jeweils einmal mit Energie zu versorgen. Gut ist auch, wenn man die hält, gerade die hier und die hier geben sehr starke Einheiten ab. Aha, Mar Detektor Hybrid. Was macht denn der? Der macht gut Schaden und hält auch eine ganze Menge aus. Na super. Na, Adan Atum. Hybriden, ne? Wer. Wo kommt sowas denn auch her? Boah. Ich brauche mehr Kanonen. I need more cannons! Cannon fire! Ja, wie halt bei den Terranern spiele ich hier auch wieder ein bisschen auf Defense. Upgrade durchgeführt. Der kommt natürlich links rum. Ich hoffe, das linke Ding wird jetzt nicht irgendwie angegriffen von dem. Aber es sieht nicht danach aus. Sehr schön. Für Artanis. Ja, wer auch immer Artanis ist. Ich habe jetzt meine Truppen hier positioniert. Du baust mir hier auch noch eine Kanone hin. Wow, der teleportiert sich. Penner, lass mein Geschütz in Ruhe. Schlachtet ihn ab. Schlachtet ihn ab. Wow. Ach, gut. Das hatte ich befürchtet. Es ist an der Zeit, mir eure Stärke zu geben. So. Der Hybrid entzieht den Bewahrern Energie, um zu überleben. Ich muss sie befreien, bevor es zu spät ist. Das war meine nächste Vermutung. Wie? Ja, super. Ein dunkler Schrein. Sobald er wieder mit Energie versorgt wird, könnte er von großem Wert für uns sein. Na, denn ist der von großem Wert für uns, nicht nur könnte. Junge, Junge. Welchem Zeitalter lebst du? Euer Leben ist verwirkt. Ergebt
Was? Direkt schon wieder? Okay, aber anscheinend läuft hier noch kein Leben oder so von denen ab. Das ist schön. So, baut er jetzt? Ja, der baut jetzt und jetzt warten wir, bis der da ist, dass ich mir hier noch eine Kanone hinsetzen kann. Ja, machen wir noch Bodenwaffen-Upgrade. Komm schon. Ja, natürlich verwende ich dich. Und der kommt jetzt rechts rum. So. Jetzt müsste ich irgendwo dunkle Templer bauen können. Hier. Gut. Euch hat wahrlich das Schicksal gesandt. Schließt euch mir an, Brüder. Und gemeinsam werden wir das Böse von diesem geil. Ort vertreiben. Kriegt ihr auch direkt dazu jetzt. Lauf hoch, lauf hoch, lauf hoch. So, du bleibst mal gerade da noch. Wir warten jetzt, bis die Kanonen feuern und dann greifen wir da auch an. So, und in der Zwischenzeit schicken wir den nach Hause. Und wir bilden uns mal zwei neue Hetzer aus. Boah! Sehr schön. Ja, ich hoffe jetzt nur, dass das Viech nicht einfach auf Dauer immer stärker wird. Weil sonst könnte ich mit der Zeit echt ein Problem kriegen. Ja. So. Dann mal gerade noch ein paar Sachen. Ach komm, ich will jetzt das blöde Ding da haben. Die ich die auch von hier kriege. Die Truppen. Weil das sind da richtig geile Viecher. Um es mal so auszudrücken. Eine Roboterfabrik. Dieses Gebäude könnte sich als nützlich erweisen. Na, das hoffe ich doch. So. Und der nächste. Hat der mehr Schilde bekommen oder nicht? Muss ich jetzt mal drauf achten. Ich ihn hier nochmal gegrillt habe. Oh, komm schon. Ja, soll ich beeilen. Drecksviech. So. Es gibt hier nämlich unsterbliche Immortals. Die sind saugeil. Ich danke euch, Mächtiger. Ja, da kann ich noch einen hinsetzen, okay. Ja, ich lege die dahinter, weil, wenn das Viech da vorbeikommt, möchte ich nicht, dass ich... Was ist euer Begehr? ...dass der halt da hochgeht und das angreift. Weil der geht ja hier mal schön innen rum. Das heißt, die Kanonen auch ein bisschen weiter hinten, dann kommen die da gar nicht erst dran vorbei. So, zurück zu den Unsterblichen. Die haben eine geile Fähigkeit. Solange die Schilder haben, wird der Schaden auf ein Maximum von 10 reduziert. Also er kriegt maximal 10 Schaden. So. Kann ich die auch? Ne, die kann ich nur hier ausbilden, ne? Ja. So, dann baue ich da auch nochmal. Sobald ich den dann habe. Aber hier steht nichts irgendwie davon, dass die irgendwie mal drauf gehen in nächster Zukunft. Gut. Ich bin das Herz der Finsternis. Oh, der kommt da nicht mehr raus, oder was? Ja, super geile Scheiße. Dann. Ja, reparieren kann er nämlich hier auch nicht. Kann man nicht einfach töten. Gut, dann möchte ich aber trotzdem noch einen Berserker und noch einen dunklen Templer haben. Dann muss ich hier auch nochmal... Hä? Warum habe ich... Sind da vier drin unterwegs? Jo, das sind vier. Das brauchen wir natürlich nicht. Das ist natürlich Schwachsinn. Vier. So. Was ist euer Begehr? Ja, Berserker, dunkler Templer. Ich brauche gleich noch ein paar neue Hetzer.
Ich bin die Stimme. Komm schon.